Ja, warum sagt der Reini immer billige Eigenwerbung in sein Video? Und der eine oder die andere stören sich auch daran und schreiben mir Kommentare und auch E-Mails und ich brauche mich nicht entschuldigen, dass ich Werbung mache. Und wenn du wissen willst, warum ich das eigentlich sag und was es damit auf sich hat, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Show Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich bin jetzt draußen gemeinsam mit dem Fuchsi, der leider ein bisschen nervös ist, weil sich immer was um unser Bushcraft Camp hier bewegt. Irgendwelche Tiere, es fallen Blätter runter und das macht ihn nervös, also es könnte sein, er schaut nicht ganz glücklich aus, dass er mal losbellt, dann verzeihen wir das. In der letzten Zeit bekomme ich immer wieder Kommentare, aber auch E-Mails. Es sind jetzt sicher schon über 50 an der Zahl im letzten Monat, wo sich Leute bei mir beschweren oder mich darauf aufmerksam machen, dass ich nicht so oft in meinen Videos billige Eigenwerbung sagen soll. So nach dem Motto, wenn du das noch einmal sagst, die abonniere ich dich, das war Spaß, ist okay. Oder Reini, das ist doch dein Kanal. Da brauchst du dich nicht rechtfertigen. Oder warum entschuldigst du dich überhaupt? Ich meine, das ist ja dein Kanal. Ja, das ist grundsätzlich mein Kanal, aber ich sage das nicht, weil ich es so super finde, es zu sagen, sondern weil es notwendig ist. Man muss Werbung kennzeichnen. Und um hier auf jeden Fall nicht irgendwo ein Problem zu bekommen, sage ich das immer wieder in den Videos. Damit es wirklich für Hinz und Kunz, für die, die wirklich überhaupt sich darüber beschweren, dass das vielleicht Werbevideos sind, dass das klar ist, dass das Werbung ist. Und zwar Werbung für mich. Ich habe noch nie bezahlte Werbung für irgendeinen Hersteller gemacht. Das garantiere ich. Und das werde ich auch nicht tun, habe ich schon mehrfach gesagt. Also du kannst als Hersteller, weiß ich nicht, von Tatonka, ja, oder von Clean Canteen oder von Condor nicht zu mir kommen und sag, Reini, komm, zeig die Sachen her und wir zahlen dir dafür Geld oder sowas. Das ist bezahlte Werbung, das mache ich nicht. Ich habe diese Teile, zum Beispiel dieses Finnhawk von Cold Steel im Shop und ich bewerbe es, indem ich zeige, was es kann und was es nicht kann. Gut, das ist meine Möglichkeit, aber weißt du, es gibt halt auch Leute da draußen, die das nicht so lustig finden, die auch mich nicht lustig finden, was total okay ist. Und die sich dann sagen, dass ich billige Werbung mache, dass ich hier Werbung mache und das nicht einmal kennzeichne. Abgesehen davon, dass ich in Österreich sitze, sage ich in meinen Videos dazu, dass es billige Eigenwerbung ist. Und damit soll einfach für alle klar sein, was es ist. Und ich sichere mich damit ab. Also ich entschuldige mich nicht dafür. Ja, warum auch? Warum sollte ich mich dafür entschuldigen, dass ich Werbung für meinen Shop, für diese Produkte hier mache? Das brauche ich nicht. Ja, brauche ich mir nicht entschuldigen. Das ist auch nicht der Hintergrund. Und eigentlich sollte es so eine Art Running Gag sein. Es sollte einfach mittlerweile schon lustig sein, dass man etwas, was meiner persönlichen Meinung nach, das ist meine Meinung, absolut klar ist, trotz alledem kennzeichnen muss. Ich mache ja keine Schleichwerbung. Und viele andere da draußen machen auch keine Schleichwerbung. Es gibt eine namhafte YouTuberin, die mich vor vielen Jahren schon einmal angeschrieben hat und so nach dem Motto, ja, warum schreibst du eigentlich dann nicht Werbung drunter? Da habe ich glaube ich habe eine Tasche von Tasmanian Tiger vorgestellt, die es in meinen Shop zu kaufen gibt. Warum kennzeichnest du das eigentlich nicht als Werbung? Und es ist okay. Und ich habe gefragt, warum sollte ich das tun? Habe zwar leider nie eine Antwort bekommen, aber das ist gar nicht der Punkt. Weißt du, dieses billige Eigenwerbung, was ich da immer wieder sage, soll wirklich diese Situation lächerlich machen, dass jemand, der zum Beispiel auf YouTube oder ich bin ja auch auf Instagram, das kannst du mir auch folgen, der ganz glasklar ein, ich nenne das jetzt mal so, ein Influencer ist, nennen wir das jetzt mal so, so neumodern. Also jemand, der eigentlich Werbefernsehen macht oder Werbebilder, dass man diesen Leuten dann auch noch mit, das ist Schleichwerbung und das muss gekennzeichnet sein und das muss man auseinanderhalten. Ich zeige hier ja, das ist ja kein Privatkanal, wo ich von meinem Leben erzähle, sondern ich zeige ganz klar Produkte her. Und trotzdem ist es anscheinend notwendig, klar zu machen, dass es sich um Werbung handelt. Und deswegen sage ich billige Eigenwerbung. Und abschließend zu diesem kurzen Video. Wenn dir das nicht taugt, wenn dir das am Wecker geht, dass ich das immer wieder in meinen Videos sage und auch sagen werde, dann musst mich deabonnieren. Also du musst mich wirklich deabonnieren und schaust dir einfach diese Survival-Ausrüstungs-Outdoor- und Bushcraft-Ausrüstungs-Show einfach nimmer an. Genauso wie an all jene, die, das war jetzt ein Video über die Steripan, wo mir vorgeworfen wurde, das ist eine billige Werbung und ich mache hier nur eine Werbeveranstaltung.
Puh, ja, ich verkaufe diese Steripans in meinem Shop. Da wurde mir dann auch vorgeworfen, dass das alles nicht stimmt und mies recherchiert. Ja. Gell? Ja. Ich weiß, was ich mache. Ich mache das seit 2011. Ja? Seit 2011 mache ich das. Und beschäftige mich sehr tief mit diesen ganzen Survival-Themen. Und das heißt nicht, dass ich keine Fehler mache. Gott bewahre, ich mache viele Fehler. Jeden Tag und auch in den Videos sind immer wieder mal Sachen, die ich vergesse zu sagen oder auch falsch sage. Ja, das ist richtig. Aber da war dann die Beschwerde, das ist nur Werbung. Ja, deswegen sage ich billige Eigenwerbung. Und wenn das nicht klar ist, dann kann ich nicht helfen. Ja, Fuchsi, hörst wieder was, gell? Hör da wieder was. Ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das billige Eigenwerbung soll ein Running Gag sein, soll klar machen für den, ich sage das jetzt nicht, aber für Menschen mit entweder bösen Absichten oder mit wenig Gehirnkapazität, dass meine Videos hier am Shop-Kanal und auch das auf Instagram Werbung für meinen Shop, für die Produkte, die ich verkaufe, ist. Und für all jene, die diese Show, wenn du dabei bist, diese Show gern siehst, diese Videos gern siehst, aber dir das am Wecker geht, dann bitte ich dich entweder einmal um Verständnis und bombardiert mich nicht mit irgendwelchen E-Mails. Bitte. Das will ich ja bitte. Und wenn dir das nicht taugt, wenn dir das wirklich am Wecker geht und du sagst, ich kann es nicht mehr hören, schau da bitte keine Videos mehr an, denn ich mache es so, wie ich es für richtig halte. Okay? Daumen nach oben oder auch gern nach unten. Der Fuchsi wird immer nervös, ich muss jetzt aufhören. Gell? Schreib mal einen Kommentar, auch einen bösen, wenn du magst. E-Mails werden ab jetzt nicht mehr beantwortet mit diesen Eigenwerbe-Video-Zeugs. Das beantworte ich nicht mehr, wird gelöscht. Und auch die Kommentare werde ich in Zukunft nicht mehr beantworten, weil es mir wirklich am Wecker geht mittlerweile. Das war's. Abo dalassen. Billigste Eigenwerbung. Da geht es in meinem Shop. Da kannst du Sachen kaufen. Verdiene ich was dran, wenn du das machst. Mehr oder weniger. Ein anderes Video zum Anschauen. Es hat mich gefreut, dein Rainer Rossmann. Bis bald und ciao.